Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play I Wanna Be the Faggot und Was sagt die Gabel? Was sagt die Gabel? Ich weiß es nicht! Oh! Okay, der eine Stachel fliegt nach rechts, der andere nach oben. Okay, gut zu wissen. Die Gabel sagt, wo ist das Messer? Boah! Wie hab ich das gemacht? Testa, Rossa, Messer, Testa, oh fuck. Genau, was ich auch noch sagen wollte, aber nur eventuell, ich weiß es nicht genau. Können wir morgen Resident Evil aufnehmen? Es kommt drauf an, wann ich mit dem Jahresrückblick fertig werde. So, ich muss ja noch den letzten Part ein. Oh, siehst du den Sniper da? Oh, das ist der Martin Luther King Sniper. Hey, du da. Stirb. Nee, Quatsch, nee, nicht Martin Luther King. Wie hieß er? Kennedy, der Kennedy Sniper. Das ist Kennedy. Das ist der Kennedy Sniper. Hallo. Boy, da unten. Und genau, je nachdem, wann ich dann morgen mit Rennen und so weiter fertig. Hast du das gesehen? Ja, voll die blöde Plattform, Alter. Okay, kann ich da noch hinspringen? Ich denke schon. Je nachdem, wann ich mit Rennen fertig bin, können wir morgen eventuell Resident Evil aufnehmen. Oh, schön. Yeah. Hallo. Oh. Weil morgen ist es endlich soweit, da kann ich den Jahresrückblick fertigstellen. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwas. Oh nee, das war die Stelle, ich erinnere mich. Ach du Kacke. Die wollen mich umbringen. Oh! Echt? Da kommen immer drei. Die Drohnen wollen mich umbringen? Ja, echt jetzt. Kann ich auch kaum glauben. Ich bin doch so lieb. Hey! Ah, die Assis. Was soll das denn? Scheiße. Oh Gott. Ah, wer sind das? Oh mein Gott, du lebst noch. Oh! Alter. Meine Reichweite passt nicht. Holy shit, man. Stirb. Oh. Ach, komm. Das ist richtig gemein. Oh. Alter. Super Sniper Battle. Das ist ja wie in einem Ego-Shooter. Muss Deckung suchen. Richtig. Okay, der ist auch gemein. Da denkt sich so, wir schießen. Warte, ich kann jetzt da nicht mehr hin. Oh, wie gemein. Was? Weil das Ding da runtergefallen ist. Ich verstehe. Das sieht sicher aus. Oh ja. Oh mein Gott. Wie mache ich das? Ich weiß, wie ich das mache. Du musst durch den durch das eine Ding durch. Ich glaube, du musst da an den äußeren Blöcken da links musst du hochspringen. Ja, meine ich auch. Ups. Ja, das ist auch fies gemacht, weil der eine Block da wie ein Eingang aussieht. Okay, nur einer sollte kein Problem sein. Dann denkst du, du könntest da hochspringen. Ach verdammt, ich hab's verkackt. Okay, passt. Aber es ist schön, immer eine schöne Abwechslung. Ich find's toll. Was? Schöne Abwechslung? Ja, ich mag das Level hier. Den Screen hier. Ja, es hat was. Also, es ist eine schöne Netterau. Nicht zu schwer, nicht sowas von schwer. Sonst was. Zwei Stück auf einmal. Man kann es definitiv schaffen, wenn diese eine Stelle nicht wäre, die mega assi ist. Ja, die ist etwas nervig. Man muss da richtig abspringen. Irgendwie musst du da mit so einem kleinen Hopper drauf springen und dann musst du aber direkt weiterspringen. Aber dann darfst du nicht zu weit springen. So, okay. Ich weiß nicht, mache ich das jetzt so? Yes! Okay. Jetzt habe ich genug Zeit. Das war knapp. Oh Gott. Jetzt schaffe ich es nicht mehr da hoch zu springen. Ja, gut. Verdammt, man. Das ist richtig gemein. Nichts hat dich mehr daran gehindert, es noch zu machen. So, erster besiegt, zweiter besiegt und dritter kommt auch noch weg. So, hops. Ah. Schaffe ich noch? Das kann man noch schaffen. So, einmal hier schießen. Komm schon. Hops. Oh Gott, ich würde sterben. So, der eine kann mich nicht treffen, weil er so doof ist. Hier siehst du. Nö. Aber der Stachel kann mich. Der Stachel kann mich immer noch töten. Upsi. Dann kam so der Stachel. Nö. Gut, geschafft. Ich denke, ich mach das hier noch. Gott. Ich lebe noch. Nicht mehr. Oh Gott. Vor allem die letzten Kugeln sind richtig fies. Muss man ja sagen. Und? Ach, komm ich nicht ran. Oh Gott, aber ich mag die Musik, die ist toll.
Ja, deswegen bin ich auch gerade wie hat er das geschafft? Er hat durch den Block geschossen. Interessant. Das ist richtig gemein. Daniel, ich will mich beschweren. Das ist voll gemein gewesen. Okay, warte, ich ich ruf gerade Beschwerdebrief. Beschwerdebrief. Ist aber mal ehrlich. Okay. Ja. Oh Gott. Ach, ich muss erst alle besiegen, dann wird es eigentlich schon gut gehen. Das geht auch ohne, dass du alle besiegst. Ich weiß, aber wie doof ist das denn? Trust me, man. Ja gut, hier. Immer der letzte hier. Das ist halt der Trust me, okay. Ich kill your whole family. Ach, fuck. Das ist richtig gemein. Vor allem, dass die da kommen. Die denken sich, ja, wir sind ja auch mal hier. Hallo. Wir haben auch das Recht, hier zu sein. Ach Mann, wenn ich den einen da in der Mitte nicht treffe, dann bin ich gefickt. Genau deswegen. Ah, das ist so ein einfaches Level. Ja. Aber die Musik ist toll. Ja, die ist toll. Mein Kaninchen kratzt an meiner Tür. Was? Das Kaninchen? Ja. Wie Daniel kann ein Kaninchen an der Tür kratzen? Daniel, unterhalte mal die Zuschauerschaft. Nun, meine Damen und Herren, Sie sehen an dieser Stelle den Grievous, wie er da sitzt, umringt von Roboter-Drohnen, die ihn töten wollen, aber einfach nicht treffen, weil Grievous so klein ist. Und das ist eigentlich auch sein größter Vorteil in dieser Welt. Grievous hat Glasknochen, Grievous macht kaum Schaden mit seiner Wasserspritzpistole, wo Sperma rauskommt. Und das Einzige, was Grievous halt wirklich als größten Vorteil hat, ist, dass er klein ist. Denn dadurch kann er Doppelsprünge machen und weiter fliegen, weil er leichter ist. Und, ja. Genau. Jetzt spielt Claudio wieder. Richtig. Und stirbt. Ah! Stopp. Ich hab verloren, ja. Warum ist eigentlich auf dem Bild davor blauer Himmel und hier ist... Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Komplett schwarz. Das ist einfach so. War das etwa der Pedobär? Kann sein. Der die Farbe aus dem Bild gesaugt hat, um es dir schwerer zu machen. Der Pedobär hat doch übrigens hier die Drohnen gebaut. Hatten wir ja letztes Mal in der letzten Aufnahmesession. Das ist ja natürlich, Haben wir das so geredet? Ja, der Pedobär ist ja der eigentliche Superbösewicht von dem Spiel. Ja, aber... Das sind ja nicht die Leute, die anderen Leute, die Patze werden wollen. Sondern eigentlich ist es der Pedobär. Falsch macht, dann ist man gefickt. Ne? Weil der Pedobär dich einfach nur töten will. Der will nicht Patze werden. Der will dich töten und danach will er deine Leiche. Nun, das ist nicht jugendfrei. Ja, wenn man eine Leiche vergewaltigen. Dieser nekrophile Bastard. Aber nur weil ich. Obwohl, er ist 15. Also Pedobär will ja nie irgendetwas, was über 15 ist. Was über 15 ist? Was unter 15, ach du weißt schon, was nicht, was über 12 ist, genau, so ist richtig. Ich springe auch noch in den Stachel, was soll das? Mann ey. Oh, what the fuck. Ja, weißt du was? Stirb. Ich nehm dich mit mir, hallo. Hallo. Ich geh zurück. What the fuck, Mann. So, ja, hallo schön. Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. I wanna be the guy. Okay. Ja. So. Oh. So. Jetzt. Ich will schnell sein. Gut. Okay. Jetzt hast du alle Zeit der Welt, Mann. Ja. Oh. Nein. Ich kann ja wieder rüber. Also, die Stacheln regen mich nur auf. Okay, so. Okay, das passt schon. Ja. Okay. Okay, das Blöde ist, ich muss hier in einem perfekten Winkel da hochspringen. Probier mal. Oh mein Gott, nein. Wie soll ich da hochkommen? Ich fall ja auch runter. Ich stand in der Luft. Okay. Ja, dieses Spiel hat schon schöne Bugs, das muss man sagen. Ja, schön. Ah, übrigens, ich könnte ja auch mal jetzt, wo wir die Zocker-Crew besiegt haben, könnte ich ja auch mal den Wiki-Eintrag von denen vorlesen.
Willst du das? Okay, dann mach das. Die haben ja auch einen eigenen Eintrag im I Wanna Be The Guy Wiki. Ich meine, wenn wir schon gerade hier am Hustlen sind. Ach komm, ausgerechnet den in der Mitte treffe ich nicht. Goggle.de. I wanna be the guy, Vicky. Natürlich. So. Ja. Wie hieß der Boss? Bowser, Ward und Wily. Ja, ja. Gib einfach Bowser ein, die anderen beiden müssen dann auch kommen. Ah, okay, jeder von den Bossen hat seine eigene, oder? Ja, jeder hat seine eigene Seite von den drei Bossen, okay. Trivia! Oh, fucking. Apparently it's shown in the one room of the guy's castle that Bowser once had the title of the guy. Ja, how Bowser once had this title and is title, alive nicht ri- Titel. Title. Entschuldigung. During kein the Englisch. Guys unknown. Englisch. Englischkenntnisse bei Daniel, Fehlanzeige. Ja, deswegen rap ich auch. Warst du wenigstens in Mathe gut? Nee. Ich auch nicht. Aber ich mag Deutsch. Ja, Deutsch ist gut. Ich mag auch Deutsch. Shows that the only way to get the rank of the guy is to kill the current guy. Ach komm schon, wie soll ich denn da hochkommen? Gave up being the guy. However, the picture was of 8-bit Bowser, so it's also possible that 8-bit Bowser was the guy, not the Bowser from Super Mario World. Also, Bowser war mal der, ja, siehst du mal, dann habe ich ja doch eine einigermaßen wichtige Rolle. Ich habe dich zwar nicht gesehen und bin der schlechteste Boss in diesem ganzen Spiel, aber ich war mal der Guy. Ich war mal Patze. Und jetzt guck, was es mir geworden ist. Richtig toll von dir. Ach wie? Da komme ich nicht hoch. Hä? Wie soll das? Ich komme da nicht hoch. Jedes Mal, wenn ich versuche, da hinzuspringen, dann ist da nichts. Dann ist da immer so eine unsichtbare Wand, die mir alles verhindert. Ich kann ja mal gerade gucken. Ja, das wäre gut. I wanna be... Ach komm, jetzt hab ich ihn getroffen. Ach komm, immer den Ende. Mit treffe ich nicht. Jetzt treffe ich den schon wieder nicht. Was soll denn das? Was ist das für ein Scheiß? Bla bla bla. So, hier ist der Screen. Was macht der? Ja, der killt auch die Viecher. Dann geht er hier hoch. Killt da oben die Viecher, springt über die Stacheln. Zack. Zack. Und dann lässt er sich runterfahren und... Doch, doch. Ist richtig. Du musst dich mit dem einen Block, mit dem vordersten Stück runterfahren lassen. Dann musst du von da aus auf den linken und von da aus auf den ganz links. Und dann musst du aber, wenn du auf dem ganz links bist, musst du ein Stück nach rechts springen. Weil da ist der Block, wo du drauf landen musst. Nach rechts? Nach rechts oder links? Also, ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert zu erzählen. Also quasi der Block, womit du in den nächsten Bildschirm springst. Ja, der ganz linke. Wenn du da drauf springst und dann wieder springst, um in den nächsten Bildschirm zu springen, musst du nach rechts springen. Okay. Weil da ist der Block, wo du dich draufstellen musst. Okay, gut. Dankeschön. Aber so hat der Typ das hier gemacht. Also. Ah! Ja. Geschafft. Ja? Oh, wunderbar. Okay, ich bin jetzt hier. Perfekt. Oh. Oh nee, das ist ja sowas. Oh, what? Wonderful, wonderful. Was ist denn? Ah, okay, so geht es. Oh Gott, ich muss hier sehr richtig eng. Gucken wir mal, was hier. What? Der hat nicht mal ein Trivia. What ist einfach What. Pascal ist einfach Pascal. Nicht würdig genug.
Warte mal, Bowser hat wie viel HP hat Bowser? Ne, Bowser. Oh, Bowser kann man sogar nur besiegen, wenn man die Bombe macht. Sonst kann man den gar nicht besiegen. Der hat keine HP. Ist egal. Steht jedenfalls nichts hier. Davon ist er HP. Ah, ich bin runtergefallen. Ward hat 50 HP und Claudio hat sogar nur 20. Der hat aber auch kein Trivia. Also das ist voll der uninteressante Boss eigentlich. Ja. Das Blöde ist, wie komme ich jetzt zu dem Areal? Das weiß ich leider nicht. Muss nach dem Part nochmal nachschauen. Okay. Oh mein Gott, Daniel, das erinnert mich an Mike Tyson an die erste Stelle. Oh Gott, das ist richtig schwierig. Ja, die Stacheln, die lassen dich einfach nicht los. Oh Gott. Die ganzen Stacheln, die der Pedobär hier überall platziert hat, die sind mega fies. Ach, es ist nicht so schwer, wie es aussieht, aber es ist richtig nervig, weil es so langsam ist. Er platziert die Dinger aber auch überall. Oh ja. So. Vor allem die Stelle ist richtig nervig. Ich muss so richtig ganz vorsichtig tippen, damit ich nicht sterbe. Ja. Gott. So. Wie du einfach schon mit deinem Cape an den Stacheln streifst. Weil eigentlich dürfte das für Grievous schon reichen, um in Einzelteile zu zerspringen. Richtig. Also da ist er wirklich noch mega hart, Mann. Das sind da die ist so, oh, mein Cape wird betatscht, oh, mein Booty. Ich muss sterben, oh. Das sind die paar Muskeln, die er sich mittlerweile durchspringen. Die durch sein Cape reflektiert werden. Das Cape ist deine stärkste Stelle. Die kann nicht sterben. Die stärkste Stelle. Obwohl, die stärkste Stelle ist eine Schleife, weil die sowieso nie zerfetzt. Die ist immer da. Hat das ein... Cape ist die zweitstärkste. Ach komm. Ja, das Cape ist die. Und die Waffe. Die Waffe ist auch toll. Aber er selbst, nein. Ich bitte dich, es ist Grievous, der klar ist genug. Gott sei Dank guckt Grievous dieses Let's Play nicht und wird es wahrscheinlich... Warum tut er das nicht? Ich weiß, ich frag ihn. Grievous, was bist du nur für ein Arsch? Warum guckst du dieses Let's Play? Ja, nee, das kannst du ihn ja hier nicht fragen, weil er es nicht guckt. Ich weiß. Das macht voll keinen Sinn. Mann, das ist so nervig. Hops. Du musst ihn privat fragen, aber da musst du dich auch auf eine 2 Stunden WhatsApp-Diskussion mit Lilith und Athena einlassen. Ja, tut mir leid, das ist halt. Grievous ist eigentlich schon so eine Person, die einfach sich dir aufzwingt, so gesehen. Quatsch. Oh, er ist einfach. Skateboard. Klein, einfach nur die Spitze berühren und schon zerfetzt er in 1000 Teile. Mann, ey. Er versteht einfach nur manchmal nicht, dass das, was ihn interessiert, nicht immer andere unbedingt zu. Ja, richtig. Da ist er voll das Kind drin. Nee. So, Ausfall. Oh. So. Oh mein Gott. Wie soll ich das schaffen? Das ist übel. Da muss ich aber richtig loslegen, damit ich den noch kriege. Wow. Wie sollst du denn überhaupt... Ganz einfach. Wenn also, du auf den nächsten springst, musst du ja runterspringen. Nee, da ist doch oben noch was. Da kann ich mich draufstellen. Das wirst du gleich sehen, wenn ich schaffe. Okay, ich bin mal gespannt, ja. Oh, ich stelle mich zur Sicherheit noch etwas nach da. Ja, ist ja kein Problem. Oh, die Hand hat er berührt. Oh Gott, was ist mit Grievous Händen los? Hat er etwa so stark. Handschuhe getragen. Nein, das sieht nicht aus wie Handschuhe. Oder vielleicht reflektiert sich die Muskelkraft deiner Hand durch das Drücken beim vorherigen Bosskampf auf Grievous. Ja, das kann gut so möglich sein. Fuck. Vor allem, er springt einfach so hoch. Mega hoch springt er. Ja, habe ich dir gerade eben erzählt. Das ist ja der Vorteil, weil er so klein ist. Vorteil? In diesem Areal sicherlich nicht. Einfach hier so, watsch, hochspringen. Oh. Ja, zerfetzt einen. Es kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Ja, beispielsweise bei der Bowlingkugel ist es richtig gut gewesen. Die von mir. Ja, da war es dann gut, hast du recht. Oh. Aber Gott sei Dank liegt das ja hinter uns, dieser grausame Mensch, dieser Schlauchpausch. Was soll denn das?
Dieser Garten, was halt. Ja, das ist halt voll der Grausame. Ja, ja, auf jeden Fall. Andere Menschen mögen ihn zwar, aber andere Menschen auch nicht. So ein Zyniker wie ihn sollte man nicht unterschätzen. Tot. Mann, ey. Ich sterbe immer. Daniel. Nein. Sag mal. Gerade mal so eine Frage. Ja. Stirbst du immer? Ja. Okay, cool. Meinst du das jetzt aus reale Leben bezogen oder hier? No, please. Nur hier. Ja, ich sterbe meist innerlich. Wenn er stirbt, stirbt auch ein Teil meiner Seele, die nicht vorhanden ist. Nun, ich möchte an dieser Stelle mal kurz erwähnen, ich bin verwirrt. Ob was? Nun, kennst du Franz Beckenbauer? Ja, der Name sagt mir was. Ja. Weißt du, was er gemacht hat? Was denn? Er hat einen geschichtlichen Grundstein gelegt. Ah, jetzt hängt das Spiel. Wie kommt man schnellstmöglich vom Münchner Flughafen an den Hauptbahnhof? Das ist die Frage. Kannst du mir das beantworten? Was? Nochmal. Wie kommt man schnellstmöglich vom Münchner Flughafen an den Hauptbahnhof? Keine Ahnung. Der einzige Mensch, der dir das beantworten kann, ist Franz Beckenbauer. Alles andere solltest du auf YouTube suchen. Okay. Sollen wir das jetzt irgendwas sagen? Nee, das war einfach sinnloser Talk, aber du kennst mich. Okay, ja. Das ist so Standard. Ich verstehe dich nicht. Ich sagte, es ist. Ja, ich meinte nicht im akustischen Sinne, sondern im inhaltlichen Sinne. Also, dass ich dich nicht verstehe. Okay. Ja, das ist ja nichts Neues. Sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel gleich wieder abstürzt. Wieso? Ich weiß nicht, ich hab's im Urin. Das Clownka hat ja auch eine eigene Wiki-Seite. Ach nee, aber leider nur mit Bildern. Schade. Ich hab so ein Gefühl. Es stürzt bald ab. Es ist gerade eben schon abgestürzt, aber. Na, ich kann ja immer wieder pausieren, wenn es so ist. Ich probier's noch dreimal. Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich den Part zu Ende. Oder nee, ich mach bis 28, so wie immer. Oder 30 vielleicht sogar, wenn ich großzügig bin. Aber nur wenn du großzügig bin. Also es gibt ja mal einen extra langen Sonderpart. Oh. Die Stelle ist richtig schwer. Oh, geschafft! Daniel! Hier, das meine ich. Siehst du? What? Oh, ja, okay, jetzt, pass jetzt auf. Jetzt muss ich warten, bis das Ding wieder zurückgeht. Ach so. Das macht Sinn, ne? Aber die Stelle ist genauso schwer. Oh Gott, okay. Daniel, ich hab so Angst. Da musst du jetzt gleich rüber, Mann. Aber das geht ja eigentlich, weil hier ist keine Stachel direkt über dem Ding, sonst wäre es noch schwerer. Okay, das ist aber jetzt. Ah, oh, springen. Wenn du hier jetzt die Kante ein bisschen zu sehr streifst, dann sterbe ich. Ja. Yeah. So wie immer. Mann, ey. Wenn ich schnell hintereinander drücke, dann passt das. Ja. Oh. Okay. Das ist jetzt etwas. Das ist einfacher, weil die Stacheln nicht so weit voneinander entfernt sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch. Ja, der oben, der ist mir nicht geheuer. Ich habe Angst vor ihm. Dass er vielleicht runterfällt. Ja? Nee. Passiert nichts, alles gut. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt wieder hier. Du bist im. Air Castle? Ich bin wieder hier, aber ich weiß ja nicht. Eigentlich könnte ich jetzt hier den Part beenden, weil wir den Teil hier ja schon gesehen haben. Dann kann ich nachgucken, wo ich hin muss. Ei, dann machen wir das. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Tschüssi. Gabel. Ich liebe das.